So, herstellen. Da, da ist der Steinhaufen. Stellen wir den hin. Ich stelle ihn mal da hin. Aua! Mann! Nein, ich habe zwei aufgestellt! Du blödes Schwein! Ja, bring ihn um. Ganz genau. Kann ich das wieder abbauen? Ja, so. Du blödes Schwein! Oh, baut sie schon? Nee. Wir haben nicht genug Steine. Ina, ich dachte, du hast Steine, okay? Ich hatte Hoffnungen. Och, da ist schon wieder das nächste Schwein. Komm her. Das reicht mir jetzt mit dir. Huh! Oh, ich bin weggeflogen. Ja, da siehst du mal, was passiert, wenn du mich angreifst. So läuft das hier nicht. Das sehe ich gar nicht ein. Da kommt noch ein Schwein, oder? Da ist noch ein Schwein. Ina, kümmer du dich mal um das Schwein. Ich mache andere Sachen. Du kümmerst dich nicht um das Schwein. Okay. Dann kümmere ich mich um das Schwein. Verdammtes Schwein. Wir brauchen kleine Steine. Ne? Kann ich die großen Steine in kleine Steine verwandeln? Kann ich das? Ich glaube nicht. Ich will doch einfach nur Steine. Wo ist das? Wieso ist das so viel belangt? Zurück. Ich glaube, ich gehe ins Wasser. Beim Wasser sind doch immer Steine. Wir suchen uns Steine beim Wasser. Okay, das bringt nichts, außer wir nehmen das Messer. Egal, wir machen es gleich. Wir können sowieso nicht mehr viel tragen. Vielleicht können wir ja endlich einen Lagerplatz aufbauen, wo wir Sachen sammeln. Erstmal schnell einen Stein besorgen. Ja, hier sind... oh. Hier sind ganz viele Erze. Ah, Steine. Können wir das auch in kleine Steine verwandeln oder müssen wir die großen nehmen? Ne, wir machen die großen. Kannst du das nicht auch mitnehmen, Ina? Oder muss ich dich jedes Mal ansprechen, dass du das aufhebst? Ich würde dich nicht gerne jedes Mal ansprechen müssen zum Aufheben. Okay, langsam können wir nicht mehr richtig laufen. Wir gehen mal zurück. Sollte ja genug Stein sein jetzt, oder? Wir haben 16 primitive Steine allein gerade schon aufgehoben. Und davor schon mal 11. Wir laufen. Was baust du da ab, Ina? Du hebst doch sowieso nichts auf. Komm, Mr. Scrooge muss arbeiten, okay? Das kann sich nicht... Das lässt nicht auf sich warten. Wir haben viel zu tun. Mein Steinhaufen... Ich hab dich vermisst. Ich habe dich vermisst. Und wir können unser Bauwerk umbenennen. Wie sollen wir das nennen? Wir, weißt du was? Wir haben doch eben unser schönes Hirschfitz-Typi da getroffen. Wir nennen es einfach Fritz Hirschel. Fritz Hirschel in Ehren von dem Fritzi. Huch! Oh, fuck! Hi! Your tenacity overrules the gusts of fate. And this Fay, you have pleased. Immerhin etwas habe ich richtig gemacht. Settled here, you'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often succumbs to. Should you hear that siren call, you'll require unbraided cards and the power to play them. Okay, und wie mache ich das? Fortunately, both are close at hand. And here is the knowledge that Robin's friendship affords. Across this realm lie sites of power, sealed by your kin long ago. Forsworn by Fey, even longer still. Oh, redet er von den Portalen? Redest du von den Dungeon-Dingern? There are many sites, each granting access to ever more distant spheres. Nearest, though, the Antiquarium. Formidable enough for one so green. Okay. You must first gain entry. Passing through a seal. Er redet also wirklich von den Portaldingern. Children of Earth, who claimed reverence for our infinite wisdom. They, more than most, knew the gravity of a contract. Okay, nochmal. Das von den letzten Kindern der Erde geschmiedete, die Ehrfurcht von unserem unendlichen Wissen vorgab. Sie kannten das Gewicht. Ja, aber wie mache ich das? Their gates bar access to those unworthy. Okay. But I see that strange, hopeful spark within you. Ja, das verrückte Funkeln in meinen Augen. With its own fundament, humanity. Be it comfort, companionship, coffer,
I know not. Wir haben doch jetzt Ina. Vielleicht, ich meine, wir haben jetzt Gemeinschaft aufgebaut und wir können bestimmt auch Trost spenden. Wir können uns als ehrenvoll erweisen. Ich verspreche es. Once within, delve ever deeper. Toward the pedestal. Upon it lies the means to craft the card you require. Okay. Hurry now, Fleshling, and prepare. The Infinite awaits. Hey, ich hab gesagt, nenn mich nicht mehr Fleshling, okay? Das klingt furchtbar. Dieses Fleischling ist, das ist furchtbar. So will ich nicht heißen. So, unsere Aufgabe jetzt ist, dass wir Ausrüstungswertung auf 20 erhöhen sollen. Wir sind gerade mal bei 10. Aber bevor wir das tun, haben wir jetzt endlich... Ja, wir haben jetzt endlich Bauten bekommen. Wir können ein Haus bauen. Wenigstens so ein grobes erstmal. Fundament. Ein Fenster. Sollen wir direkt mit Stein machen oder Holz? Ich glaube, weil das nicht... Das wird ja nicht unser Hauptbase werden. Das sehe ich gar nicht ein. Wir machen erstmal Holzbauten. Und nehmen das Fundament. Platzieren wir mal. Wir bauen nochmal so ein kleines Häuschen hier. Aber es ist mitten so im Weg. Deswegen können sie alle ärgern, die hier dran vorbeilaufen. Die denken sich, oh nein. Wer hat das denn hier gebaut? Kleines Häuschen vor allem. Das ist ein bisschen groß gerade. Ja, hör auf rumzuheulen. So. Wir machen das mal so. Aber uns fehlt natürlich ziemlich viel. Wir brauchen Holzbündelstöcke jeweils. Pflanzenfasern haben wir an sich genug. Okay. Aber... Ich wollte gerade sagen, abbauen die Arbeit. Aber können wir vielleicht... Ja, wir haben ein Lager. Wir haben ein Lager. Wir können Sachen wegtun. Oh mein Gott, das war nötig. Ich tue das neben unseren Steinhaufen. Ein Anglerkorb. Ja, ist mir egal, was für ein Korb das ist. Ich will einfach nur Lager haben. Ist mir auch egal, wie viele. Ich will einfach Lager haben. Hey, da fehlen mir Pflanzenfasern. Hey! Ich habe doch nicht mehr Pflanzenfasern. Das heißt, ich muss in der nächsten Zeit noch mehr sammeln für unser... Für unsere kleine Hütte. Wenigstens kann ich jetzt alles wegtun. Ich will das alles nicht mehr hier sehen. Egal, was es ist. Ich hoffe auch, wir können Schnellreise machen. Zu unserem Lagerpunkt hier. Weil dann kann ich auch alles raustun. Ohne mich schlecht zu fühlen, dass wir das vielleicht irgendwann mal vergessen, dass es hier ist. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach alle bewegen. Und tun alles da rein. Und nehmen uns einfach das, was wir haben wollen im Endeffekt. So, Fleisch ist auch da drin und so. Wir sind wieder leicht. Komm, Ina. Ina? Komm mit mir mit. Kann ich sie irgendwie anweisen oder so, dass sie was tut? Oh, ja, Messer. So, bevor die Leiche hier verschwindet. Moment, wir haben doch auch relativ viel Fleisch noch, oder? Das rohe Fleisch. Wir können ja das rohe Fleisch mal nehmen. Einmal ein Lagerfeuer aufstellen und das nebenbei, während wir abbauen, kochen lassen. Wo ist denn das? Bei Herstellen? Nein, das ist nicht bei... Was sind denn das? Was auch mal Verbesserung, Barren und so. Okay. Wo... Ah, da waren eben Grundlagen. Nee, Grundlagen ist es nicht. Ausruhen, Anwesen. Wo ist denn... Wo ist denn unser Lagerfeuer? Ist das doch hier gewesen? Nee, das war doch eigentlich nicht da. Kann ich das eingeben? Lagerfeuer? Ah, da. Gott sei Dank gibt es die Suchfunktion. Sonst hätte ich mich dumm und dämlich gesucht. Mir fehlen die Steine. Aber ich muss sowieso als allererstes das Fleisch rausholen in mein Inventar tun. Wo auch immer überall Fleisch drin ist. Das gute Fleisch. Das haben wir auch noch nicht fertig gemacht. Das war bewiesen. Ah, da war Fleisch. Fast übersehen gehabt. Und dann nicht. Okay, wir holen einmal Steine. Ina, holst du auch Steine mit mir? Das wäre ganz gut, wenn wir beide Steine holen. Okay, die Knochen lasse ich erstmal liegen. Aber erstmal müssen wir uns auf die Sachen fokussieren. Dann sind Kleinigkeiten hier. Die Äste, die Steine. Oh, Fleischopferung. Ich glaube, ich erzürne irgendwann wirklich nochmal die ganzen Götter, wenn ich die ganzen Opferungen von ihnen wegnehme, die sie bekommen. Jedes Mal, wenn sie irgendwas zu essen bekommen, komme ich um die Ecke und klaue mir das einfach. Tut mir ja so leid. Ich glaube, irgendwann verscherze ich mir das wirklich mit den Göttern. Wir sammeln. Alles, was wir können. Ich drücke aber die ganze Zeit E. Ja, E gedrückt halten? Nein, ich muss E drücken. Okay, E gedrückt halten geht nicht.
Ich sehe gerade, wie jemand in meiner Liste Helldivers startet. Was ist eigentlich mit euch? Habt ihr Helldivers mal gespielt oder besitzt ihr das? Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir das irgendwann mal holen werde. Ich weiß es noch nicht. Also, es sah gar nicht mal schlecht aus, aber ich war mir halt unsicher. Es war jetzt nicht unbedingt... Es ist halt schon wieder so teuer und ich bin mir halt unsicher gewesen, ob das wirklich gut ist. Ich wollte nichts kaufen, wovon ich nicht weiß, dass es gut ist. Was, wir sind jetzt schon wieder voll mit Gewicht. Okay, wir müssen zurückgehen. Jetzt sind wir wieder sehr langsam. Ich weiß nicht, ob wir mit einem besseren Bett durch die Nacht schlafen können. Wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Und ich hoffe, ich muss Ina nicht füttern, dass sie einfach generell immer bedient ist. Ansonsten wird das auch ein bisschen ätzend werden, darauf zu achten. Ich hoffe wenigstens, dass sie das vorher anmerkt. Zum Beispiel, oh, ich habe Hunger. Oder sie macht auch so ein Irr, wie wir immer machen, wenn wir hungrig sind. Irgendwas in der Richtung. Ah, ich kann nicht springen, ich muss da lang. Okay, das mit dem Springen ist ein bisschen blöd, dass man, wenn man erschöpft ist, nicht springen kann. Ich kann es verstehen, aber vielleicht sollte man, wenn man gegen was läuft, automatisch einen Schritt nach oben machen, weil trotzdem so ein Bein hochheben können, weil da so ein kleiner Ast nur im Weg ist, statt außen rum zu müssen. Ich würde gerne mal gucken. Ja, ich glaube... Ja, da stand zum Reisen. Das heißt, wir haben jetzt einen Schnellreisepunkt. Und uns ist kalt, wir müssen unbedingt zum Lager. Heuer. Oh Gott, ja. Was macht dann die Kälte? Ich würde das gleich mal lesen gerne, bevor wir das lösen. Wahrscheinlich sterben wir. Oder? Mal gucken, was passiert, wenn es voll ist? Oh ja. Oh, wir verlieren. Dann brenn mal. Wir nehmen Fasern zum Anzünden. Was machst du denn jetzt hier, Puck? Ist das, weil mir kalt war? Willst du mich wärmen? How far you've come, and yet how little you possess. Tut mir leid. Is it an ascetic purity that keeps thee bound to such homely presentation? No. It seems more apt that thou merely remain blind to all that could be thine. Was ist gerade da neben uns los? Brennt Ina? Und was meinst du, Puck? Across these wilds. Aus Shenzhen. Your kind of aber da waren wir ja schon. Weil man da können, das haben wir doch alle schon gesehen more gehabt. Than willing to avail amidst your ever Sandhändler werden falls verfügbar, auch auf der Karte markiert. Wählen sie einen Gegenstand zum Kauf aus. Ja, ja, ja. And they will indulge your want for new and novel constructions. Aber das haben wir ja schon gemacht. Wir waren ja schon bei einem Sandhändler gewesen und haben das geklärt. Also Pack, du tust die ganze Zeit so, als ob du das Allwissende gewesen wärst, aber du weißt nicht, dass wir schon längst bei einem Sandhändler waren. Oh mein Gott, ich hab das Feuer ausgemacht. Bloß nicht das Feuer ausmachen. So, jetzt machen wir einmal bitte Fleisch füllen. Ja. Haben wir nur dreimal Fleisch? Ich dachte, wir haben mehr. Was machst du denn da, Ina? Du sollst nicht Balance-Spiele spielen. Das reicht doch immer. Oh mein Gott, Moment. Seht euch das an, wie das Mondlicht da durchscheint. Oh, so schön. Ach, ich weiß, ich muss... Hör auf zu brennen, Ina! Was ist denn mit dir? Ich weiß, ich sag mir, es ist kalt, aber du musst nicht wortwörtlich dich anzünden, damit mir nicht mehr kalt ist. Ich hab doch noch Fleisch im Inventar. Warum? Sag mal, Ina! Hör auf, die anzupackeln! Was ist denn mit dir? Die Frau will sterben. Ich glaube, die will nicht mehr mit mir arbeiten. Ich meine, ich kann es verstehen, aber was soll denn das? Okay, wir können... Ich glaube, während wir so kalt sind, können wir nicht arbeiten. Das endet nicht gut. Sollen wir weg, das Lagerfeuer? Können wir irgendwas herstellen, das ein bisschen aufwärmt? Hier ist nur Kochen. Und Verbesserungen. Aber mit Leder können wir uns bestimmt wärmen. Gap-Station. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Stationen, die wir freischalten müssen. Ah nee, gar nicht. Wir haben jetzt Grundlagen. Wo haben wir denn die Bergbank auf einmal her? Und auch die Gap-Station. Wo haben wir denn das auf einmal her? Wir brauchen mehr Holzbündel dafür. So. Nein, nicht auszünden. Mann. Auszünden? Nicht ausmachen. Ah, ich mach's jedes Mal außerdem aus. Ich hab doch hier noch dreimal Fleisch. Nimm das doch bitte. Ja, bitte einmal herstellen. Übrigens kann ich jetzt auch Escape drücken. Das ist angenehm. So, wir gehen einmal ganz kurz an den Baum. Ich weiß, es ist kalt. Oh, das ist eine Pickaxt. Sag mal, 5 ist meine Axt. Ja, es ist jetzt schon wieder zu kalt. Es geht ganz schön schnell.
So schnell erfriere ich doch auch nicht. Okay, nein, wir haben kaum Ausdauer und es ist kalt. Das geht nicht. Brauchen uns 10 von den Holzbinden. Also Holzbinden brauchen wir ganz schön viele. Habe ich nicht erwartet. Ich dachte, mehr Äste und so können wir mehr mit anfangen. Ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir müssen relativ viel farmen. Und in der Nacht das zu machen, ist nicht gut. Ich glaube, wir sollten einfach erstmal eine kleine Unterkunft bauen. Ich glaube, ich baue gleich ein Zelt. Und mit dem Zelt, da bauen wir uns Schlafsäcke, dann können wir uns ausruhen. Ich weiß nicht, ob die Nacht denn schneller vorbeigehen könnte. So, einmal alle aufheben. Das war's, okay. Waren das nicht sehr viele davon? Wie viele habe ich jetzt bekommen? 4? Tatsächlich, ich habe nur 4 bekommen. Ja gut, dann bauen wir uns erstmal... Ah, ist fertig, wollte gerade sagen, dass Pack wieder da ist. Hätte mich jetzt verwundert. Wir bauen uns erstmal ein kleines Zelt zum Ausruhen. Oder wir bauen uns einfach eine Überdachung, aber ich glaube, das dauert eine Weile. Lager. Nein, Überleben. Da, das Zelt. Ich würde das gerne einfach mal platzieren. Uns fehlen Stöcke. Die können wir aber bestimmt schnell aufheben. Auch wenn ich gerade nicht sehe. Hier ein Hocken dabei. So, Holzbündel. Brauchen wir auch. Und hier sind die Stöcke. Nee, ich kann jetzt nicht. Das ist mir zu kalt. Warum wird man so schnell kalt? Das ist ja furchtbar. Ich glaube, ich hätte das näher hier ranbauen sollen, ne? Mein Zelt. Kriege ich meine Sachen wieder, wenn ich es abbaue? Testen das mal. Wie mache ich das? Muss ich dafür in die Mitte gehen, um es zu... Wie genau kann ich das denn wieder abbauen? Geht das? Ich meine, es geht. Das haben wir schon mal gemacht, glaube ich zumindest. So, hier, das soll nah am Feuer sein, bitte. So, ich will einmal gucken. Irgendwie könnten wir das doch abbauen. Oder nicht? Hä? Das ging doch irgendwie, oder nicht? Wie bauen wir denn Sachen ab, außer sie abzukloppen? Ich klopp sie jetzt ab, weil ich weiß nicht. Aber wie macht man das denn? Eigentlich hatten wir das doch schon mal... Wir haben doch dekonstruiert, aber da kann man das nur, wenn man es noch nicht hergestellt hatte. Das kann sein. Wir hätten nicht herstellen dürfen. Und wir kriegen unsere Sachen wieder. Sehr toll. Gott sei Dank. Ah, wir kriegen aber nicht alles wieder. Okay, ja gut, das ist fair. Wenigstens etwas. Ich kann direkt mal hier Holzbündel mitnehmen. Nein, Ina, nicht im Weg sein. Du sollst meine Hilfe sein. Warum hilfst du mir eigentlich nicht? Liegt irgendwo Holz auf dem Boden? Ich bin schon wieder unterkühlt. Ich muss schnell zum Feuer. Wie schnell das geht, ist ein bisschen lächerlich. Nicht sterben. Danke. So. Jetzt einmal bitte ein Schlafsack. Ausruhen mit einem Schlafsack. Wir haben 2 aufstellen. Nummer 1 und Nummer 2 direkt nebeneinander. So, mir fehlen allerdings Stöcke wieder. Also muss ich einmal wieder Stöcke holen. Immer diese Stockprobleme, das ist ja furchtbar. Was sind Stöcke? Ich sehe doch überall Stöcke auf dem Boden. Kann man die nicht einzeln aufheben? Was soll denn das? Okay, da sind Stöcke, da sind auch Stöcke. Hä? Ich habe bisher einen Stock bekommen. Das kam mir einfach gegengeploppt. War das, weil wir was aufgehoben haben? Kriegt man das ab und zu, wenn man Sachen aufhebt? Oh Gott, wir haben Schmerz. Wir sind schon wieder zu kalt. Ja, wir hatten Leben verloren. Das war nicht gut. Und uns fehlen noch 2. Ah, okay. 2 Stöcke noch. Okay, wieder ab in den Wald. Da ist ein Stock. Da sind Stöcke. Wir haben 2 bekommen. Genau, 2. So. Ja, wir können tatsächlich ausruhen, dass wir die Nacht durchschlafen. Gott sei Dank. Ich hatte die Hoffnung gehabt. Ich war mir nicht sicher. Aber es wäre sonst grauenvoll, so im Dunkeln weiterzuarbeiten. Einfach nur, weil es so kalt. Und dann jede paar Sekunden muss man zurückgehen, weil es einem zu kalt ist. So, einmal die Werkbank. Noch ein Bündel fehlt noch. Wieso ist unser Fleisch noch nicht so ausgekraut? Ah, nee, das sah nur so aus. Okay.
Dann holen wir uns einmal... Huch, nicht mit der Faust draufschlagen, Frau. Ich dachte, du hättest die Axt ausgerüstet. Das war nicht der Fall. Dina, hilfst du mir auch? Kann ich dir irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich sie anweisen kann. Wäre schön, das zu wissen, aber ich glaube, es geht nicht. Und da ploppt das alles. Ich brauche sowieso mehr Holzbindel, allein schon für meine Bauten. Oh, das wird ja grauenvoll werden, wenn wir uns wirklich eine Stadt bauen. Sag mal, ich hock doch schon. Okay. Ab und zu ist das ein bisschen ätzend mit der Position. Also das wird nervig werden, wenn wir uns eine Stadt bauen. Und die ganze Zeit Holzbündel sammeln müssen. Wahrscheinlich wird das einfacher, wenn wir uns bessere Rüstung herstellen. Das kann ich mir vorstellen. Was ich mich aber frage, ist, ob unsere Dame da auch mal mithilft. Weil anweisen kann ich sie nicht wirklich, ne? Ich meine nicht, dass ich sie anweisen kann. Ich sehe jedenfalls nirgendwo ein... Ich glaube, der Baum ist auf mein Zelt gefallen. Mein Zelt ist kaputt. Der Baum ist an mein Zelt gefallen. Mein Zelt ist kaputt. Okay. Das geht also. Unser, wir können Sachen zerstören, wenn da Bäume rauffallen. Ah, oh, wir müssen aufpassen, wie wir Bäume hacken. Baueigenschaften. Was sind Eigenschaften? Baueigenschaften haben einen Einfluss auf die Funktionen gewisser Bauten. Die Umgebung und die Bauten in der Nähe beeinflussen, welche Eigenschaften ein Bauwerk hat. Ein Schlafsack etwa ist effektiver, wenn er sich in einem warmen, trockenen Ort befindet. Loser Untergrund und ungeschützt. Eigenschaften können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Einige der wichtigsten sind Umwelteigenschaften, etwa loser Untergrund und nicht ungeschützt, die auf der Basis des Standortes eines Bauwerkes geltend werden und Herstellungszeiten erhöhen. Bänke erhalten die lose Untergrundeigenschaft, wenn sie direkt auf dem Boden eingerichtet sind. Ja, ja, ich muss wahrscheinlich auf Holzplatten oder so tun, ne? Ja. Auf Fundamente oder bestehende Bauten platzieren. Bänke gelten als ungeschützt, wenn sie in dem Bereich ohne Unterstand errichtet werden. Weltenwandler können positive Eigenschaften wie Licht und Wärme ergänzen, indem sie in der Nähe von Bänken oder Schlafsäcken ein Lagerfeuer richten. Das haben wir gemacht. Manche Bauten können mit Erweiterungen ausgestattet werden, die ihre Effektivität steigern und neue Eigenschaften ermöglichen. Um Erweiterungen einsetzen zu können, müssen sie diese in der Nähe des Bauwerkes errichten und sie beeinflussen, dass sie beeinflussen möchten. Denn die Zahl der Erweiterungen pro Bauwerk ist limitiert. Oh nein, wir brauchen also mehrere Bänke dann. Ah, das war in Valheim doch auch so, oder? Oh, ich habe das gehasst. Kompatible Erweiterungskombos, die neue Eigenschaften erzeugen, werden in ihrem Handbuch erläutert. Weltenwandler können aktive Eigenschaften betrachten, indem sie untersuchen bzw. im Herstellungsmenü vom Herstellungsstation mit einem fertiggestellten Bauwerk interagieren. Okay. Danke für die Info. Ein bisschen, also ich bin enttäuscht, dass man tatsächlich das Problem hat mit dem, was man auch in Valheim hat. Diese 50.000 Bänke, die man dann überall stehen haben muss. Weil ich persönlich finde diese Bänke furchtbar hässlich. Und die müssen dann da immer rumstehen. Was ziemlich ärgerlich ist. Aber es ist, immerhin hat man überhaupt die Option, Bänke zu haben. Was beschwere ich mich eigentlich? Mal gucken, was gibt's hier eigentlich alles? Eine Steinmurmel? Was ist das? Einfach Steinmurmel. Lass uns Slots ablegen. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir können bestimmt eine Steinmurmel herstellen. Ja, warum nicht? Stell eine Steinmurmel her. Was auch immer ich davon... Das sind einfach nur Murmeln, wirklich? Können wir damit spielen? Vermutlich können wir damit spielen. Kannst du mir vorstellen? Baut sie eigentlich? Nee, das ist nur das Geräusch. Hör auf, dich anzubrennen, Ina! Mein Gott! Jedes Mal zündet die Frau sich an. Die hat einen Todeswunsch. So, ich habe die Murmeln jetzt bekommen. Ach, es ist Munition. Steinmurmeln sind also für Waffen. Oh. Hätte ich gar nicht herstellen müssen. Wie doof. Egal. Können wir pflanzen? Ja, wir können Pilze und Beeren einmal mischen. Ich weiß nicht, was wir daraus bekommen, aber wir können ja mal gucken. War nicht so lange. Dann wieder an die Arbeit. Ich will wenigstens ein richtiges Haus hier bauen. Ich weiß gar nicht, worauf wir uns als erstes auf alles konzentrieren sollen. Ob wir eher bauen oder erkunden. Ich glaube, ich versuche einen guten Mix aus beidem zu machen. Wir haben sogar eine neue Mission bekommen. Habe ich gar nicht gemerkt gehabt. Wir sollen eine Nähbank freischalten. Bei einem Essenzenhändler. Okay. Das können wir tun. So, wie muss ich das eigentlich schneiden? Wahrscheinlich, wenn ich das so mache, dann fällt das in die Richtung, ne?
Ja. Okay. Wir müssen nämlich aufpassen. Ich will nicht wieder, dass uns irgendwas kaputt geht. Ich meine, wir waren weit genug weg. Aber, hä? Ey, das ist auf mich gefallen und weggeflogen. Oh, ups. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber wir sind ziemlich langsam. Aber gleich sind wir noch langsamer. Oh, no, 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 no. Okay. Ina, nimmst du mal ganz kurz was ab? Das wäre wundervoll. Nimm mal einmal bitte das ab. Vielen Dank. Kann die sich noch bewegen? Die bewegt sich wie vorher, ne? Ich glaube, nur wir haben... Oh Gott, ich höre schon wieder Wölfe. Ich glaube, nur wir haben Nachteile. Jetzt muss noch da anfallen, oder? Oh ne, das fällt tatsächlich zu mir. Ach ja, gut, das macht Sinn. Schade, dass man nicht mehrere Bäume auf einmal zerstören kann, indem man einen zerhackt. Das wäre ganz cool. Schacke. Wie ging eigentlich nochmal das Zwergenlied, wenn die zu Minen gegangen sind, um zu arbeiten? Vielleicht sollten wir das singen. Oder wir singen das Schachbrettlied, falls ihr das noch kennt. Oh, die guten Zwerge damals mit Otto war einfach der beste Film. Ach ja. Ich glaube, mit diesem Lied wurde ich immer geärgert. Klein sein hat nur Nachteile. Nein, einige sind super. Ich habe mich immer so gefühlt wie der, ich weiß nicht, wie der hieß. Dieser komische Typ mit der Mütze. Der Große, der am größten ist von allen. Der eigentlich gar kein Zwerg sein sollte von seinem Aussehen her, aber einer war. Den fand ich immer am besten. Und halt Otto. Allgemein, die Filme von damals, die deutschen Filme, waren teilweise echt gut. Heutzutage, ich meine, die meisten deutschen Filme finde ich furchtbar. Ich weiß nicht, wie steht ihr zum deutschen Film? Habt ihr irgendeinen Lieblingsfilm? Ich finde Traumschiff Surprise. Ich glaube, das ist mein lieblingsdeutscher Film. Der ist toll. Wieso hat sich da noch nicht fertig gebildet? Keine Ahnung, das macht es bestimmt noch. Hoffe ich mal. Ah ja. Okay. So, ich wollte zum Fundament. Ich weiß nicht, ob das zählt, was sie im Inventar hat oder ob ich das erstmal nehmen muss von ihr. Ich glaube, ich muss erstmal nehmen, ja. Achso, und ich muss ganz dringend mein Inventar. Ich muss einmal reparieren. So, Ina, kannst du mir einmal bitte meine Sachen wiedergeben? Ah, hier. So viel war das gar nicht, was du von mir hattest. Überrascht. So, wir brauchen noch mehr Holzbündel und Stöcke. Gut, gut, dass wir so viel Wald hier neben uns haben. Ich hoffe auch, die Bäume wachsen von alleine wieder. Nicht, dass wir irgendwelche Samen oder so anpflanzen müssen, weil wir hatten ja schon mal Samen gefunden. Aber ich glaube, das war eher für Beete und so. Wahrscheinlich kann man irgendwann anpflanzen. Kann ich mir eher vorstellen. Ich weiß gar nicht, was das für Samen waren, die wir gefunden hatten. Ich glaube eher sowas wie Bärensamen. Die man dann auch im Medizinfach benutzen könnte oder so. Ina, willst du mir nicht helfen mit Holzfälleraufgaben? Oder liegt das daran, dass du... Liegt das daran, dass sie diese Pickaxe hat, dass sie uns nicht hilft mit den Aufgaben? Das kann sein. Vielleicht müssen wir ihr die Ausrüstung geben, je nachdem von dem, was wir von ihr wollen. Das mache ich gleich mal. Ey, eine Essenz! Danke für den Essenzstaub. Ina, komm mal mit. Obwohl, vielleicht ist es ja ganz gut, dass sie... Nee, ich will erstmal Holz. Holz ist mal wichtiger. Mal ganz kurz das abmachen, weil mich das nervt. Also bitte kaputt gehen, du nervst mich. Ey! Warum geht das nicht kaputt? Ich hab's so oft abgeschlagen. Ach, dann nicht. Komm, wir gehen. Wir gehen einmal hier hin. Wir haben eine wundervolle Aussicht mit dieser komischen Statue hier. So, ich will mal eine... Achso, dafür muss ich ja gar nicht zur Werkbank gehen. Ich will einmal Dings herstellen. Und zwar eine Holzaxt für sie. Kann ich das nicht herstellen? Ach, uns fehlt Holzbindel. Und Riemen? Was? Achso, das sind nicht die provisorischen. Okay, ich wollte gerade sagen. Wir konnten das auch vorher. Eine Holzaxt bitte einmal provisorisch herstellen. Können wir ihr das einmal geben und ausrüsten? Ist ein bisschen blöd, alles manuell machen zu müssen und sie nicht anweisen zu können. Aber sowas kommt bestimmt später noch. Dass man Anweisungen geben kann einfach. Wo ist jetzt die Holzaxt da? Und ich würde gerne das Holz wieder haben. Das hast du mir gemopst. Hier die Axt. So, einmal ausrüsten. Und jetzt bitte mach mit. Ist gruselig im Hintergrund, die Wölfe zu hören. Yay, wir haben das erste Fundament fertig. Also unsere erste Basis. Geht die jetzt Holz hacken, die Frau? Die rennt ja richtig. Achso, die rennt nur zu mir. So, Ina, wollen wir unser Haus mal ein bisschen verbessern mit Wänden? Stabile Wand, primitiv.
Er soll so primitiv sein, wie sie will. Ah, ganz kurz. Wo kommt der Eingang hin? Was ist die Tür? Das ist der Türrahmen. So, wo soll die Tür hin? Ich glaube hier, ne? Ja, da hat man so den... Obwohl, hier wäre besser, wenn da ein Fenster ist. Machen wir mal hier. Dann eine Wand. Ein paar mehr Wände. Machen wir ganz normal hier erstmal am Anfang. Ne, wir wollen ja nicht übertreiben. Erstmal ein bisschen reinkommen in das ganze Bausystem. Und auch irgendwann einen besseren Platz finden, weil ich finde den Platz immer noch grausam. Oh. Also nicht grausam, aber er ist halt nicht das, was ich mir vorgestellt hätte. Ah, jetzt hackt sie endlich Holz. Tatsächlich. Es war also eine Frage von, ob wir ihr Ausrüstung geben oder nicht. Und das haben wir gemacht. Okay, also müssen wir immer, je nachdem, was wir von ihr wollen, ihr die Ausrüstung geben, die jeweilige. Das muss ich versuchen, nicht zu vergessen, weil ansonsten wird das ziemlich ätzend werden auf Dauer. Ich hoffe, irgendwann gibt es eine Funktion, dass man einfach anweisen kann. Von wegen, dass man einfach hinzeigt oder sowas. Oder einfach markiert. Ganz ehrlich, im Koop stelle ich mir das Spiel auch richtig gut vor. Dass man einfach zusammen eine riesen Base baut. So wie Minecraft-mäßig. Na komm, geht kaputt. Den Stein aufsammeln nebenbei, das ist okay. Wir werden recht viel Holz brauchen. Oh, ich habe den Stein gesammelt, nicht das Holz. Aua? Haben wir Schaden bekommen? Nee, ich glaube nicht. Kurz hatte ich Angst, dass das auf uns raufgefallen ist und ich jetzt sterbe. Super, dass sie das jetzt macht. Gott sei Dank. Hey, wir haben ein paar Wände schon fertig. So viel brauchen wir gar nicht dafür. Das Fundament hat eindeutig mehr gebraucht als die Wände. Und kaputt. Boah, ich frage mich, was mir am meisten in der Wildnis fehlen würde. So, wenn man wirklich mal gestrandet wäre oder so oder von vorne anfangen müsste. Ich glaube, was mir am meisten fehlen würde, wäre tatsächlich eine Dusche. Ich glaube, ja. Ich glaube, eine Dusche. Und Pizza. Eine Dusche und Pizza. Na gut, Pizza kann man sich bestimmt irgendwie noch machen, aber eine Dusche... das muss man erstmal hinbekommen. Oh, ich würde so viel weinen, weil ich einfach stinken würde. Nein, es gibt ja Bäche und so, aber man weiß halt nie. Du kannst ja nicht einfach... Wir haben ja keinen richtigen Bach bisher gesehen, ne? Wegen Waschen und so, da muss man Wasser erstmal kochen vorher. Und wenn du keinen Topf hast, musst du erstmal irgendwas herstellen und den ganzen Kram. Gott, ich wäre so verloren. Glaubt ihr, ihr würdet das schaffen, in der Wüste einfach so zu überleben? Hey, in der Wüste. Ich meine, wenn ihr irgendwo verloren wärt, ob das jetzt Wüste ist oder Dschungel oder irgendwas. Also ich glaube, ich würde das nicht schaffen. Vielleicht, obwohl, vielleicht ja doch. Man unterschätzt sich meistens. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele das am Anfang nicht hinbekommen würden. Genau wie wenn man diese Apokalypsenfilme anguckt oder so. Wo die Gesellschaft immer erstmal zerbricht, in sich zusammenfällt. Aber man dann so ein paar Einzelne haben, die noch übrig bleiben. So vielleicht 10% oder so von der Welt bleibt dann übrig. So, ich würde sagen, 10-30% bleibt immer übrig bei solchen Fällen. Und diese 10-30%, die haben das dann, die meistern das langsam. Die arbeiten sich daran, an dieses Überleben. Und heutzutage ist es auch das Gute, wenn, solange es keine vollständige Zerstörung oder Auslöschung oder so von Büchern gibt, könnte man auch in Apokalypsenfällen einfach in eine Bücherei gehen oder irgendeinen Laden oder so und sich einfach ein Buch holen zum Thema Survival. Da hat man das Glück von heutzutage. Wir brauchen, natürlich wäre Google deutlich einfacher, aber wir könnten trotzdem noch in irgendeinen Laden gehen. Und einfach mal nachgucken, was es da so ist. So, Survival für Dummies oder sowas. Na, Ina, kommst du mit? Nö, du gehst wieder. Ja, so Survival für Dummy-Ding, das wäre mal ganz gut zu haben. Ich glaube, das sollte ich mir einfach mal kaufen. Aber es ist praktisch, dass man sich das einfach holen könnte. Wenn man wirklich in so eine missliche Lage kommen würde. Bin ich auch mal bei den Apokalypsenfilmen. Ich liebe ja Apokalypsenfilme und Zerstörungsfilme. Es ist ja nicht für jeden so die Filme. Ich glaube aber generell ist das doch relativ beliebt. Und ich frage mich immer in den bestimmten Szenarien, welche davon am schlimmsten wäre. Ich denke mal, Zombie beispielsweise. Zombies sind entweder furchtbar schlimm und du kannst nichts machen, wenn das passiert. Oder sie sind machbar.
Und machbar ist, ach, wir sind wieder hier. Und machbar ist eine deutlich bessere Aussicht als, ja, es ist vorbei. Ich überlege gerade. Ich glaube, so Tollwut-Zombies wie 28 Weeks Later, das wäre vorbei. Wie allein schon die Anfangsszene, wie der Typ diese Wiese lang rennt zum Boot, verzweifelt. Ich würde wahrscheinlich hinfallen, ausrutschen oder einfach zu langsam sein, weil absolut nicht. Da würde ich nie hinkommen können. In Situationen wie World War Z auch. Absolute Katastrophe. Wenn du krank bist, hey, Gratulation. Jeder von euch, der krank ist, hat jetzt gerade bestimmt so ein Lächeln auf den Lippen und denkt sich, ja, ich, ich kann überleben. Okay, wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen, man muss immer ein bisschen positiv denken. Und ich glaube, The Walking Dead Zombies sind die humansten von allen. Die sind ganz gut. Gibt es hier eine Holztreppe? Ja, Treppe primitiv. Also ich glaube, The Walking Dead Zombies sind wirklich die besten. Da hat man die meisten Chancen zu überleben tatsächlich. Kannst du bitte fertigstellen? Ich würde gerne da hochgehen. Bitte? Danke. Gibt es denn sonst noch für Zombies? Wie ist der Film, wo die im Einkaufszentrum waren? War das Dawn of the Dead gewesen? Ich glaube, das war Dawn of the Dead. Die beispielsweise, ich weiß nicht, ob die so gut wären. Machen wir ein normales Flachdach, ne? Ja. Obwohl, die waren auch relativ langsam, ne? Ja, ich glaube, die waren auch langsam. Ganz ehrlich, Shaun of the Dead, die Zombies wären am besten. Die waren echt dumm. Da kann man alles überleben. So, einmal hinbauen. Also, unser kleines Häuschen hier nimmt doch Form an. Was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass wir keine Tür haben, keine richtige. Kommt bestimmt aber noch. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, würdet ihr Menschen essen zum Überleben? Also jetzt nicht, dass ihr auf die Menschenjagd geht oder so. Aber im Falle, dass ihr zum Beispiel irgendwo gestrandet seid und ihr habt keine Möglichkeit zu essen und ihr wart zusammen mit jemandem unterwegs, vielleicht einfach nur ein Freund oder jemanden, den ihr erst kennengelernt habt, jemanden Unbekanntes, könntet ihr dann, wenn er stirbt, wegen natürlichen Sachen, wie zum Beispiel verhungern oder erfrieren oder was auch immer für eine Situation gerade ist, ihn essen, einfach um zu überleben? Ich weiß nicht, ob ich das über mich bringen könnte. Wahrscheinlich ja. Ich meine, du hättest ja gar keine andere Wahl, als das zu machen. Wir brauchen wieder Fasern. Du hättest ja gar keine andere Wahl, als zu versuchen, irgendwie zu überleben. Ja, mal bitte fallen lassen. Also müsstest du dich denn ja mit Menschenfleisch abgeben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute über Menschenfleisch essen rede, aber es ist ein interessantes Thema. Diese Würdemann-Experimente. Oh, eine Essenz. Also ich denke, mir wird es sehr schwer fallen. Ich esse ja nicht mal Fleisch an sich. Ich glaube, da wird es mir furchtbar schwer fallen, Menschenfleisch zu essen. Aber ich glaube, wenn man in einer Situation ist, von dem entweder isst man das jetzt oder man verhungert, dann würde man, glaube ich, die meisten eher dazu neigen, es zu essen. Ansonsten, was soll man tun? Man würde halt dann elendig auch verhungern. Das ist genau wie dieses... Ich weiß gar nicht, ob das echt war. Oder ob das einfach eine Geschichte war. Die... was war das? Jemand hat ein Pferd aufgeschnitten oder so und hat sich da reingelegt, um sich warm zu halten. War das in irgendeinem Film? Oder war das eine echte Geschichte? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in einem Film war. Habe ich hier schon geguckt? Ja, habe ich. Und ja, das ist auch, das stelle ich mir eklig vor. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also, Menschen essen? Vielleicht. Kommt drauf an, wie verzweifelt ich bin. Aber mich in irgendein Pferd reinlegen? Nein, das könnte ich nicht. Ich könnte mich nicht in eine Blutlarche reinlegen. Dass die Haut davon, wenn man sie abgemacht hat und danach irgendwie verarbeitet und abwäscht oder so, falls man das kann, das vielleicht. Aber mich da reinlegen? Absolut nicht. Das könnte ich nicht. Ich glaube, ich würde mich übergeben und dann würde ich in Blut und in meinem eigenen Übergeben liegen. Das wäre nicht so geil. Ich glaube, das würde ich gar nicht hinbekommen. Was sind das für interessante Survival-Gespräche? Ich meine, wir sind mitten im Wald. Worüber sonst reden? Wir sind ja exzentrisch, das haben wir schon festgestellt. Ich komme mit der Einsamkeit gut klar, obwohl wir jetzt eine Begleiterin haben. Eigentlich müssten wir sie ja loswerden wollen, ne? Elisabeth ist nicht so... Die ist nicht so happy damit, wenn sie nicht alleine ist. Ja.
Ich würde auch lieber alleine sein. Puh, was fällt dir ein, Ina? Immerhin ist sie... Was ist das für ein Geräusch? Okay, es ist ein komischer Schrei und ich habe mir nur Schritte eingebildet, nehme ich mal an. Hoffe ich mal. Das rede ich mir jetzt einfach mal so ein.